Ja, Frau Kalik, Sie sind selbst Leiterin eines Pflegeheims. Sie haben selber auch erwähnt, also das Pflegepersonal, aber auch Personen im Pflegeheim sind erkrankt. Wie haben Sie diese Zeiten auch erlebt? Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die Bewohner und Bewohnerinnen waren in ihren Alltag eingeschränkt. Sie waren müder als sonst und waren auch zum Teil verwirrter und dementer als sonst. Ansonsten ist es ihnen sehr gut gegangen. Aber es war natürlich auch es waren viele andere Arbeiten notwendig und das Personal ist ja leider auch erkrankt und dadurch mussten wir Ersatzpersonal heranschaffen. Und wir haben halt versucht, die Bewohner so gut wie möglich zu betreuen, was uns, denke ich, auch sehr, sehr gut gelungen ist, da wir durch den Corona, erstmal haben wir ihn in 3 Wochen wieder aus dem Haus gehabt, mehr oder weniger, und die Bewohner sind nicht daran gestorben. Es sind zwar in der Zeit 2 Bewohner verstorben, wobei die aber schon im Sterbeprozess vor Austritt, vor Beginn des Corona waren und somit sage ich immer, die sind mit Corona gestorben, aber nicht an Corona. Ja. Das ist ein sehr entscheidender Satz, weil viele sagen, man ist an Corona gestorben, es gibt so und so viele Todesfälle. Das ist teilweise für manche Personen gar nicht glaubwürdig und deswegen ist auch gut, dass Sie sagen, also nicht an, sondern mit Corona. Also sprich, die Patienten hatten schon eine Vorerkrankung. Ja, stimmt. Wir hatten viele Vorerkrankungen und waren, wie gesagt, schon im Sterbeprozess drinnen. Und ja, dann ist Corona gekommen. Warum haben Sie sich jetzt impfen lassen? Auch da gehen die Meinungen teilweise auseinander in Österreich. Ja, also ich habe mich impfen lassen, weil ich mein Umfeld einfach schützen möchte und ihnen auch zeigen möchte, dass sie keine Angst vor der Impfung haben müssen, dass es eine Schutzimpfung, eine Prävention ist, so wie alle anderen Impfungen, die wir früher schon gehabt haben. Und ich vertraue da ganz auf die Pharmafirmen, dass der Impfstoff in der Qualität und in der Sicherheit all das erfüllt, was er erfüllen soll. Ich habe keine Angst vor Nebenwirkungen. Wie geht es jetzt weiter? Also in 21 Tagen kommt ja dann die nächste Impfung und dann ist vorbei. Und wie lange schützt auch dieser Impfstoff? Wurden Sie da aufgeklärt? Ja, auch das wurde ich aufgeklärt. Also nach 21 Tagen ist die zweite Impfung, dann weitere 7 Tage dazu, dann habe ich den 95-prozentigen Impfschutz. Und ob wir nächstes Jahr wieder eine Impfung machen müssen, das wissen wir, glaube ich, noch alle nicht. Das könnte sein, aber es muss nicht sein. Das wird sich in der nächsten Zeit ergeben.